So, herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Resident Evil Village. Und ja. Im Leben wie im Tod preisen wir. Hallo? Es ist gefährlich. Hier draußen. Was zum. Hey, hören Sie mich? Sie sind es. Der Vater des Kindes. Kind? Moment, meinen Sie Rose? Ist sie hier? Rose! Rose! Ja, sie ist in großer Gefahr. Seit Mutter Miranda sie ins Dorf brachte, macht Finsternis sich breit. Was meinen Sie? Die Monster? Die Glocke verkündet Gefahr. Sie kommen! Nein! Halt! Wo ist Rose? Wer ist Mutter Miranda? Das Läuten ist unser Zeichen. Sie kommen zurück! Rose ist hier? Kann ich anschließen? Huh. Okay. War's das? View Map. Ach du Scheiße. Okay, und was hat hier was zu bedeuten? Sie opfern Ziegen. Ah ja, okay. Was bist du denn? Castle Hier Dimitrescu. geht's wohl zum Schloss. Ah, und da müssen wir wahrscheinlich hin. Und da fehlen zwei Teile. Super. Und da haben wir auch schon das erste. Okay. Ein Schotti. Gut. Oh, die speichern mein Fortschritt. Perfekt. Hat er nach? Oh, ja. Geil. Das ist super. Hallo? Schließen Sie die Tür. Bitte. Hey, was machst du hier? Stehen bleiben. Bitte. Tun Sie uns nichts. Oh, keine Sorge. Ich tue Ihnen nichts. Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Nein. Sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Ja. Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Psst, leise. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. Ah, das ist das zweite Ding drin, okay. Kommt. Alles gut. Los, schnell. Wurde aber auch Zeit. Gern geschehen. Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Tut mir leid. Wir sind. Ach so. Wir sicher, oder? Sicherer Also als nicht. da draußen auf jeden Fall. Hey, kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber. Niemand antwortet. Los. Vater? Helft mir. Wir müssen ins Haus. Ich stehe hier.
Speichere noch einfach rein theoretisch. Gleich sind wir in Sicherheit, Nein, Vater. Schade. Hallo? Jemand da? Warte, lass mich versuchen. Luisa! Mach auf! Ich bin's, Elena! Oh, hey. Sei still. Die Monster hören dich noch. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Mein Freund. Hau ab. Vater, um Himmels Willen, lass uns rein. Nein, sie riechen das Blut. Es ist zu gefährlich. Mein Vater stirbt hier draußen. Ist nicht mein Problem. Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen. Hör schon auf. Die sind unsere Freunde. Na los, rein mit euch. Kommt, hier lang. Du bist nicht aus dem Dorf. Nee. Nein, ich bin Ethan. Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen. Ich sagte, geh! Tja, wenn Elena dir vertraut, dann tue ich es auch. Komm rein, Ethan. Du bist nicht aus dem Dorf. Nein, ich bin Ethan. Warte hier, ich sehe nach den anderen. Könnte ich erschießen? Nein? Na. No. Lauf! Komm rein, die anderen warten. Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um! Anton, bitte! Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, Ethan, setz dich. Oh, danke schön. Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt! Ein nutzloser Krüppel? Ein dummes, heulendes Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen! Und morgen? Morgen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann. Stopf dir das Maul, Roxana! Das reicht. Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Also, sag mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde. Und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein, nein. Er ist draußen. Irgendwo. Er geht Hilfe holen. Ja, das... Das macht er. Er geht Hilfe holen. Beten wir für ihn, für uns alle. Ja, kommt. Kommt her. Ich würde den Typen nach hinten rausschmeißen, Alter. O Allmächtige, hör unsere Stimme. Vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Im Leben wie im Tod preisen wir euch, Mutter Miranda. Gut, der Tee ist fertig. Komm, hilf mir, Elena, ja? Das Gebet habe ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Du meinst die Hexe? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Sie noch alle? Oh. Leonardo, was ist? Geht es dir gut? Nein! Oh.
Elena! Elena, nein! Nein, lass mich los! Nein! Er wird uns töten! Wir müssen weg! Soll ich ihn erschießen? Lass ihn los! Oh! Elena? Ich sagte aufhören! Oh Gott. Es tut mir leid, Vater. Hey, das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Elena. Elena, nicht. Du kannst nichts tun. Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen. Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden. Nein, ich bring uns hier raus. Uns beide. Was hast du vor? Geh rüber. Hiermit kommen wir raus. Bist du dir sicher? Nein. Ethan? Ethan, alles in Ordnung? Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Das Feuer. Wir haben keine Zeit. Opa. Dann eben nach oben. Up we go. Komm hoch. Schnell. Schnell weiter. Ja, beweg dich. Und atme nicht den Rauch ein. Ich weiß. Aber danke. Nett von dir. Oh, ups, ups, ups. Komm, es hält. Da, so kommen wir hier raus. Ein Glück. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Ja, das können wir auch drauf diskutieren. Wir haben keine Chance, es sind zu viele. Hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein, dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du... Vater? Oh. Elena, nicht! Das ist nicht mehr dein Vater! Elena! Er hat mich erkannt! Vater! Nein! Und... Nicht bewegen! Los! Nimm meine Hand! Geh, Ethan! Rette deine Tochter! Elena! Du schaffst das! Nimm meine Hand! Scheiße! Nein! Warum müssen die denn immer so selbstdings sein, Mann? Wieso müssen alle sterben? Das ist einfach nicht fair. Ich versteh's nicht. Was für ein Chaos. Geht jetzt alles wieder von vorne los. Fuck! Oh Mann, ey.
Ah, mit dem Schraubenzieher kann ich jetzt das Ding aufmachen, ne? Jawohl. Oh, shit. Wer war? Was war das? Der Tod, ja. Der Tod findet sie alle. Ja, das freut dich, ne, Öhmchen? Hm? Lecker. Nur Blut und Tod. Es ist von der anderen Seite versperrt. Oh. Sieh an, sieh an. Huch. Hat tatsächlich einer überlebt. Du hältst wohl einiges aus. Hm. Sollte ich sie kennen? Kannst du Telekinese, Bro? Du bist nicht von hier. Umso besser. Au. Du wirst Mutter Miranda gefallen. Ey, ich habe mir gerade mal Vicky reingekämpft, du. Zu jammern, wir sind fast da. Hättest du mich nicht einfach mit der Metallschrott schweben lassen können? Hättest du mich jetzt nicht ziehen brauchen? Oh Mann, ey. Ihr könnt mit ihm doch gar nichts anfangen. Und meine Töchter bieten Fremden so gerne etwas Unterhaltung. Überlasst den Sterblichen dem Haus Dimitrescu und ich verspreche euch, dass man ihn nicht los wird. Oh Gott. Du meinst... Schnauze alle beide! Was? Oh. Ihr wollt doch bloß allein mit dem spielen. Wo bleibt da der Spaß? Lasst ihn mir. Und ihr kriegt eine Show, von der jeder was hat. Oh, wie langweilig. Noch eins von deinen kindischen Spielchen? Was zählt ist, dass er leidet und dafür garantiert. Ja, ja, du schneidest ihm in deinem Schloss den Schwanz ab und bla bla bla. Gut, ich habe euch gehört. Manche Argumente waren weniger überzeugend als andere, aber ich habe mich entschieden. Heisenberg, ich überlasse ihn in deine Obhut. Mutter Miranda, ich bitte euch. Heisenberg ist viel zu unreif und euch nicht annähernd so ergeben wie ich. Gebt den Mann in meine Hände und ich bereite alles vor. Halt deine Klappe und komm drüber weg, verdammt! Such dir woanders was zu essen. Halt den Mund, Kind. Jetzt reden die Erwachsenen. Ich bin das Kind. Du bist doch diejenige, die Miranda widerspricht. Du kannst Verantwortung nicht mal tragen, wenn sie an deinen Hammer geschmeißt wäre. Werd doch größer. Wäre. Vielleicht ist irgendwann Platz für dein Ego. Hey, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Schweigt! Meine Entscheidung gilt. Es wird nicht diskutiert. Vergesst nicht, wer ihr seid. Ich danke dir, Mutter. Ha. Lycans und Gentlemen, danke für eure Geduld. Mögen die Spiele beginnen! Bin gespannt, was du hörst, Ethan Winters. Los geht's. Nein! Zehn! Was? Neun! Was? Acht! Sieben! Oh. Sechs! Fünf! Vier! Drei! Zwei! Eins! Stopp! Verfluchter Mist! Gut so! Lauf um dein Leben! Ich muss schon sagen, dieser Typ ist sehr sympathisch. Weiter so, Ethan! Oh nein, ist Santa schon wieder.
Yay, Rutschparty! Oh. Du lebst noch? Beeindruckend. Oh. Ja, noch lebe ich. Noch. Aber ich bin ja sofort raus. Shit! Ha. Hi. Beachtlich. Die Geschichten über dich sind also wahr. Welche Geschichten? Oh, du dachtest doch nicht, ich werde dich gehen, oder? Und Moreau wollen unterhalten werden. Und jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen Show. Geht doch nichts über frisches Hackfleisch! Das war knapp. Etwas sehr knapp, wenn du mich fragst. Warte, haben die vielleicht Rose? Könnte sein, ne? Wo bin ich? Oh Gott. Oh. Ja, auf jeden Fall noch ordentlich was passiert, hätte ich hier durchgegangen. Mein Gott. Oh, ich bin wieder hier. Na dann. Mein Gott, das war aber echt an Spannung genug für heute, oder? Naja, ich würde sagen, belassen wir es dabei. Vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut. Und bis zur nächsten Folge. Euer Red Gamer.